Duisburger Aue ehemalig. Arminia Bielefeld. Dann gut Pick, Rosi. Ja. Mal schauen. Also du wirst auf jeden Fall einen guten Kick haben. Ne? Weißt muss du, man eigentlich aufnehmen? Hast du was? Nee, musst du nicht. Aber ich mach das für meinen YouTube-Channel. Oh. Mach, wollen wir ein Cordoba? Wie heißt du da? Rosenholz. Wollen wir ein zweites Cordoba machen? Was ist ein zweites Cordoba? Ein gepflegtes 0-0, Deutschland-Österreich. Mensch, ich hab gar keine Ahnung, Fußball. Ah, der ist Erfurt-Fan, was soll's. Na klar, Junge, erzähl mir noch eine Geschichte. Warum jubelt denn der nicht? Ja, warum so ein Muschi-Tor? Also, ein geiles Alter, Tor, aber Alter. Ich meine, warum macht der so? Muss ja nebenbei aufschreien. Ganz ruhig stehen, Rosi. Ich suche nur einen funktionierten Schritt. Oh, schön, mach das mal. Krieg ich wenigstens ein Tor. Ich bin ja jetzt bei Bock, das Tor ist. Oh, mach mal die Bombe. Ach komm, bitte, elf Meter. Jedes Mal dasselbe. Lass ihn doch laufen, Alter, dann kommt er an und. Gelb. Der Henrichs. Naja, die alte Olympiasocke. Hat er verkackt. Boah, ey, ich krieg mit dem nur gelb oder rot. Nein! Krabbes! Wie ist der? Dann hab ich eigentlich eine Lampe, wenn die nicht funktioniert. Rot. Wie ist. Ich hätte doch einfach alles schreiben können. Sinnlos. Hallo, Controller. Controller. Spielverzögerung. Das ist hier die Hertha hat kein Wissen. Nee, es geht nicht. Mein Controller ist raus. Soll ich. Ich kann doch keine Pause machen, ey. Das ist doof. Alles gut. Los, kämpf! Jetzt habe ich hier wirklich gratis Punkte. Geht wieder? Nein, kann ich laufen. Ich glaube, mein Controller hat gerade erledigt. Scheiße. Ja, das ist schlecht. Ich habe gerade wenigstens mal auf Pause gemacht. Oh, ganze Rückrunde muss ich spielen, okay. Naja, ganz ruhig. Aber die hat auch erst begonnen vor 2 Wochen, die Rückrunde. Achso, wie das jetzt für Scheiße, warum geht das Kabel jetzt nicht mehr? Ich schmeiß. Oh, ey. Oh, nein. Na Rosi, dann würde ich sagen, wird das wohl. Dann würde ich sagen, lassen wir's, ne? Es geht, bin wieder online! Es geht, Junge! Mal gucken, wie lange noch. Boah, ich schwitze wie ein Schwein. Okay, ich mach Spiel fortsetzen. Jo. Ich hab eine Ecke für Rosi. Eigentlich müsste ich die einfach so irgendwo hinspielen, ne, aber ne? Nee, es wird richtig gespielt. Oh! Ja, weil der sich gehechtet hat, dachte ich, es wird gefährlich, aber wird doch nicht gefährlich geworden. Ey, Sack. Schubert. Hat er. Ach, leck. Oh, das ist ja nicht drin. Nicht zu dem. Boah, den musst du erstmal mitnehmen, Respekt. Nö, Stuart mit deinem Nelson. Es ist zu einfach, sorry, aber es ist einfach zu einfach. Ich weiß nicht, wie ich das verteidigen soll. Warum deine Spieler vor allem dann da reinlaufen und meine nicht. Meine stehen immer dumm da und klötzen blöd. Bellingham trifft schon lieber, der bringt mir ja nichts, um in der Torliga irgendwie ist bei Jens. Ja, das ist, weil der Wang abgeschalten ist, das ist
Nee, da spielt in der Formation, wie ich sie jetzt gerade spiele, keine Rolle. Ich werde dir auch mal zeigen, dass ich das auch mit anderen kann, außer One. Ja, das stimmt allerdings. Du kannst es mit allem, so ist es nicht. Also. Ich bin ein guter FIFA-Spieler. Das Rennfahrer passt. Hier, den hätte ich vielleicht gekriegt. Nicht mal die. Hey Babel, geh doch mal hin, ey. Dass der Typ eigentlich immer noch spielt. Ist geil, oder? Ich weiß nicht mal, wo er gespielt hat. Galatasaray spielt er gerade. Nee, wo er in der Bundesliga gespielt hat. Bestimmt bei Hoffenheim. Echt? Das ist doch auch eigentlich so ein Problem, Fußballer. Ey. Hier guckt das verstehe ich nicht. Warum macht denn der so Faxen da? Ja, klar. Er trifft halt alles. Sinnlos. Bang. Dann muss ich schon wieder gegen dich das Ding schreiben. Welche Texte will euch nicht mehr? Das ist mir zu blöd, das macht kein Schwein. Ja, aber ich find's schön, wenn es mal wieder mehr machen würde. Ich muss sagen, das ist aber auch übel anstrengend, weil du kannst ja gar nicht alles merken. Das wenn ist das ja, machst, deswegen mache ich ja Videos. Genau aus dem Grund, du kannst halt nochmal auf Spielsituationen nachgucken. Du musst ja gar keine Videos machen, so wie ich. Es reicht ja auch, wenn du dir deine Videos anguckst und dann einen Bericht schreibst. Du kannst sie dann nachher wieder löschen. Das macht's Henne, glaube ich. Henne schreibt auch übel geile Sachen mit dem Video, mit den Bildern noch dazu. Ja, das einzige bei Henne ist nur die Rechtschreibung. Aber yes. Ansonsten. Wer ist der auf YouTube? Der macht gar keinen YouTube. Wenn muss doch Club Henne TV. Ja, aber er macht's nicht mehr. Auch nicht mehr. Nee. Also kein VDFB mehr, aber seine Stream-Highlights. Ach so, sowas ja, sowas bringt immer noch mal rein. Ja. Oh, Onic! Ja, nicht gegen Akta Prima. Halbe Tier. Das ist, nee, also Ecken ist echt nicht mein Ding. Und jetzt fehlen die Ideen. Rodriguez, wer hast du eine Idee? Okay, eine Idee war da, aber die Durchführung war beschissen. Iago Gerb, ich weiß, der ist schnell, aber Iago, gib alles, Mensch. Willst du mich eigentlich verscheißern oder was? Wie soll denn das bitte gehen? Das ist absolut lächerlich. Genau, ich hier nebenbei mein Lichtschalter für die Lampe, Rosi. Ah, ich hab's gefunden. Wie das geht, das ist Schüsse anfürchen in eine bestimmte Richtung. D-A. Oder D-X. D-A. Oh, Mensch. Ich muss rot runter, wieder. Die Sau. Gibt's da kein Rot für so einen Quark? Ein, warum hast du, warum gibst du eigentlich Klettfahrrad? Warum? Weil ich will zu Dynamo gehen. Du hattest mir schon mal Dynamo? Ja. Vor Gladbach. Warum hast du es abgegeben? Weil ich in der ersten Liga nicht zurecht kam. Und die waren dann rasten. Bist du aufgestiegen? Nee, ich war mit Dynamo in der ersten Liga. Okay. Das brauche ich. Ich meine, ich habe zwar immer mal die Klasse gehalten, aber das lag an den inaktiven Teams. 4-1, ey, zur Pause. Wie ist das mit diesen inaktiven Teams? Kriegen die dann, wenn die gegeneinander spielen, unentschieden? Oder kriegen die dann immer mal 3 Punkte? Nee, 0-0. Das heißt, ich habe gegen diesen Magdeburger verloren. Und Zwickau gewinnt gegen den. Ja, ich habe auch gegen Magdeburg auch verloren. Der Magdeburger ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht, das stimmt. Boah, das war ein übel geiles Spiel. Hin, her, hin, her, hin. Nicht rein.
Das ging wirklich nur Angriff, er, Verteidigung, ich, Angriff, ich, Verteidigung, er, hinher, nur lange Bälle. Ja, auf deine Schnellen, ich auf meine Schnellen, das ging wirklich komplett im Mittelfeld überbrückt. Ja, Drecksack. Was ist das? Kannst du mir das mal erklären, warum eiert der da so rum, ey? Ach, oh, ich dachte schon, es war zu lang, ey. Abseits. Aber schön. Das muss man mal angucken. Zeigen Sie es nochmal. Wenn nicht, musst du das mit reinnehmen. Wir hatten der Babel den verarbeitet. Ich weiß es nicht, aber irgendwie ist gerade eine komische Situation, ne? Jetzt. Ja, ich habe A gedrückt, weil ich wissen wollte, ob die es nochmal zeigen machen soll oder nicht. Nee, schade eigentlich, ey. Ich dachte jetzt, der Batista Meier schießt gleich mal ein Tor, wenn er reinkommt, aber nee. Schubert! Ich wollte gerade sagen, mein Freund, reiß dich mal ein bisschen am Hof. Überlob aus Pankow. Ach nee, Sonderzug nach Pankow. Alter, was? Was machen die? Ich steh auf, Luca! Der lamentiert doch noch rum, ey. Toll. Wer mitkommt in der Mitte, hab ich. Ja, natürlich. Und das musst du mir jetzt mal bitte erklären. Ich renn mit dem Horn hinterher, wechsel in die Mitte und der Horn bleibt stehen. Warum? Hertha, das Reale, sollten sich mal Beispiel an mir nehmen, so spielt man Big City Club. Ecke. Nee. Ach! Ecke! Welche Jahrhundert lebst du? Ja. Leb halt weiter von deinem unrealistischen FIFA, ist okay. Das für die Folie doch ein bisschen gut. Ja, ja. Ach, Rosi. Ja, nee, genau. Das ist, nervt mich ohne Ende sowas. Oh, es tut mir leid. Nö, tut's dir gar nicht. Du bist mein Lieblingsgegner. Nee, das stimmt gar nicht. Nee, das stimmt auch nicht. Ich spiele am liebsten gegen Antwort. Aber bei dir kann ich was für die Torjägerstatistik machen. Ja, warum auch immer. Verstehe nicht, warum andere gegen dich besser spielen. Ich weiß es nicht. So, André, der spielt überragend krassen Fußball. Hier, was ist das? Kannst du mir erklären, warum der zu behindert ist, den scheiß verfickten Pass davor zu bringen, Alter? Durchsage für Herrn Sven Kopitz. Bitte kommen Sie dringend zum Parkplatz. Ihr Auto steht im Halteverbot und wird in Kürze abgeschleppt. Herr Sven Kopitz. Nein, ich stelle einen Torhüter, wer war's, Brüder? Nee, Luca, Cueto. Wie haben wir geschrieben? C-U-E-T-O. Cueto. Naja, wenigstens zwei Tore, die hatte. Naja, das ist doch schon besser. Ich hatte auch zwei Tore. Da bist du sogar in Führung gegangen. Das stimmt. 2-0 sogar, ne, glaube ich. Ja, nee, ich bin in frühen Führung gegangen und dann hat zweimal Ramos Rodriguez. Rames zweimal, ja. Ja, ja. Da habe ich sogar noch geschrieben, Fangesänge, Rames, Fußballgott, Jubel.
Oh, Leute. Weiß ich nicht. What's up there? Jetzt schießen sie noch drin. Ey, sag mal, nee. Geht gut. Raus, diese. Was? Ach so, weil der davor das voll gezählt hat. Hat der in mir. Hätte ja klappen können. Ey, was? Was macht der? Manu. Warum tut die mir das nur an, ey? Es dauert immer zu lange. Es dauert zu lange, bis meine Spieler in der Position sind, wo sie hin sollen. Es dauert immer zu lange. Hier, guck dir das an. Was soll ich denn da machen? Außer umhacken kann ich da nichts machen. Dann schießt er noch einen Elfmeter. So lächerlich, ey, was Abwehr angeht bei FIFA. Das haben die so dumm gemacht. Abwehrarbeit ist so behindert geworden. Senior Drax. Er macht einfach nicht. Ich probiere die ganze Zeit auf Traktor zu spielen, weil ich habe rausgefunden, dass Traktor Rabona-Schüsse kann. Karrieremodus von FIFA. Oh. Ja, genau. Und dann zack, zack. Und genau so sollen meine Leute auch spielen. Ich weiß auch nicht, warum die es nicht machen. Also vorne meine Stürmer. Also ich mach das gleiche Spiel wie du. L1 und A gehst du aber bestimmt durch dieses Laufpass. Oh. Und klein. Oh, Berichi! Ah, zurück, zurück! Oh. Das ist doch nicht! Das ist wirklich bad. Das beschreibt dein das ganze Spiel gerade. Ja. Das sind wieder Bemühungen von Gladbach. Dann fallen da ein Haufen Tore, wo einfach die Demotivation hinten da ist. Das sieht man. Dann fallen da 3-4 Tore innerhalb von 5 Minuten. Dann wird sich wieder motiviert und dann passiert wieder sowas. Das ist doch Kacke, da hast du doch dann auch keinen Bock mehr. Das ist einfach so. Das hätte jetzt alleine für diesen Steilpass hätte das ein Tor verdient. Definitiv, ey. Samstags gehen sie feiern, ich geh in die Kurve und schrei. Bete gesteil, geb alles für mein Verein. Von denen die's wissen, kann es fast niemand verstehen. Könnt sich nachvollziehen, sie haben's niemals gesehen.